wieder so eine Besonderheit eben dieses Weges, der ja jetzt von Natur aus dieser Wald nachgewachsen ist, ohne dass hier ein Förster tätig war, ist einfach wie dunkel und eng und dicht das Ganze steht. Guckt euch das mal an. Also kein Förster dieser Welt würde sowas pflanzen in diesem Ausmaß. Das ist tatsächlich einfach alles die Natur, die ganz allein, ohne dass da der Förster sich irgendwie eingemischt hat, hier einen Tannenfichtenwald hingestellt hat, der von seiner Dichte her einfach alle forstlichen Möglichkeiten theoretisch auch erlauben würde. Wenn man denn hier was forstlich nutzen wollte, dann wäre es jetzt auch dringend nötig, dass man hier mal langsam aufräumt und ein bisschen Ordnung schafft. Aber im Prinzip, das Potenzial ist da, der Wald hier ist absolut in Ordnung. Und einfach mal aus ästhetischer Sicht sieht sowas hier doch einfach umwerfend aus. Guckt euch das doch mal an. Ist das nicht toll? Ja, ist es. Hier sind wir dann am nächsten meiner Hauptexkursionspunkte. Diese Schildchen hier immer, die verweisen auf ein kleines Prospekt, das man im örtlichen Naturschutzzentrum, jetzt Nationalparkzentrum, bekommen kann. Dass einem dann quasi in diesem Prospekt, jeweils wenn man bei dem entsprechenden Schild ist, einen kleinen Text mit ein paar Informationen liefert zu dem, was es jetzt hier explizit zu sehen gibt. Und das ist jetzt hier in diesem Fall diese Buche hier hinter mir. Ja, an sich, okay, ist halt eine Buche. Das hier ist ja offensichtlich ein nadelbaumdominierter Wald, ist ja schon erstmal was Besonderes. Dazu kommen wir dann später. Das Interessante jetzt an dieser Buche ist, dass die ja ganz offensichtlich nicht mehr so ganz dasteht, sondern einfach halt umgekippt ist. Ganz offensichtlich durch den Sturm, was 15 Jahre her ist. Und jetzt die Besonderheit, wenn man mal ein wenig ranzoomt, kann man ganz wunderbar erkennen, diese Buche hat Knospen. Dass sie aktuell keine Blätter hat, liegt schlicht und ergreifend natürlich daran, dass es noch sehr, sehr früher Frühling ist, insbesondere hier oben im Gebirge, und noch keine Blätter da sind, aber sie hat Knospen. Ja, das Tolle daran ist, dass die jetzt Knospen hat, ist einfach das, dass der Baum dann offensichtlich noch lebt. Und das ist jetzt wieder das Faszinierende. Das Ding ist umgefallen. Sollte eigentlich tot sein, ist es aber nicht, lebt noch. Weil sie wohl irgendwie es geschafft hat, beim Umfallen noch 1, 2, 3 Wurzeln im Boden zu behalten. Diese sich jetzt noch mal ein bisschen weiter ausgebildet haben, um eben als die einzelnen verbliebenen Wurzeln, die noch mit dem Stamm verbunden sind, genug Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können. Die Wurzel von diesem Ding sollte also nach dem Sturm wirklich noch mal erheblich weiter gewachsen sein. Die paar Hauptwurzeln, die übrig geblieben sind. Und der Stamm hat es tatsächlich geschafft, auch noch genug Kontakt eben zu diesen Wurzeln aufrechtzuerhalten. Man kann das hier leider nirgendwo sehen, ohne im Unterholz rumzukriechen, sonst würde ich euch das mal zeigen. Hat es also wirklich geschafft, noch ein paar Äste, kleine Teilbereiche des Stammes mit Nährstoffen und zu versorgen. Und dadurch, dass hier so ein zu praktisches Loch ist, weil alle anderen Bäume hier drumherum noch mehr umgeflogen sind und dabei halt auch gestorben sind und die jungen Bäume hier in der Umgebung noch nicht dicht genug stehen, kommt hier tatsächlich auch noch genug Licht runter, dass diese Buche buschartig weiter existieren kann. Also tatsächlich hat es die irgendwie geschafft, obwohl sie so schwer geschädigt ist, noch am Leben zu sein, seit 15 Jahren. Ein Baum ist unglaublich schwer tot zu kriegen, will ich damit sagen. Ganz anders als bei uns hat eine Pflanze ja jetzt nicht explizit irgendwelche Organe, die irgendwo in uns drin sitzen, einen Klumpen bilden und wenn der Klumpen irgendwie mechanisch beschädigt wird, dann ist er tot. Ist man tot, weil man diesen einen Klumpen braucht. Das ist bei einer Pflanze einfach ein ganz anderes System. Da sind Organe, der Stamm, die Blätter und die Wurzel. Das kann man bei einer Pflanze sagen, sind Organe, beziehungsweise Stamm oder Stängel, wenn es keine Holzpflanze ist. Und nur wenn eins davon komplett versagt, ist das Ding tot. Und dass das halt mal passiert, klar, wenn der komplette Baum umfällt, der komplette Stamm abbricht, dann ist vorbei. Auch nicht immer. Es gibt sogar Bäume, bei denen kann der komplette Stamm abbrechen und die sprießen nochmal von unten, weil sie noch genug Energie in den Wurzeln gespeichert haben, können sie aus dem Stamm nochmal von vorne nochmal neue Stämme austreiben, nochmal neue Blätter bilden und leben dann immer noch.
Auch wieder ein Beispiel dafür, dass so ein Baum unglaublich schwierig tot zu kriegen ist. Normalerweise ist die Buche aber was, wenn es umfällt, ist es tot. Diese Buche hier nicht, die lebt trotzdem noch. Das ist eigentlich schon ein Kuriosum und so in keinem Lehrbuch nachzulesen. Aber ganz wichtig, Biologie ist die Wissenschaft von der Ausnahme. Das gilt auch irgendwo so ein bisschen natürlich damit für die Forstwissenschaft. Es gibt immer Pflanzen, die irgendwas können, das andere Pflanzen, die eigentlich die gleiche Pflanze sind, komischerweise nicht können. Es gibt immer mal wieder ein Individuum bei den Pflanzen, bei den Menschen, bei den Tieren, dass irgendwas drauf hat, was der Rest halt eben nicht kann und besser ist als die anderen, in Anführungszeichen. Bei uns mag es Albert Einstein gewesen sein oder Jesus oder wer auch immer, aber hier ist es zum Beispiel diese Buche. 15 Jahre existiert die schon in diesem Zustand, in dem sie wirklich kurz vorm Verrecken ist, aber sie hält sich immer noch. Ich war gespannt, ob sie jetzt dieses Mal noch lebt, den Winter überstanden hat, weil ich ja logischerweise im Winter, darf man hier übrigens nicht her, wenn Schnee liegt und so weiter, war ich echt gespannt, ob die noch lebt und tatsächlich sie tut es. Ich bin begeistert. Was auch nochmal faszinierend ist, eben gerade dieser Buche, ihr müsstet mal im Herbst herkommen und mal gucken, was die an Bucheckern hat. Die produziert Nachkommen ohne Ende. Das ist auch wieder sowas, was die meisten Bäume tun. Wenn die merken, okay, mein Ende naht, lange mache ich es nicht mehr, es ist absehbar, dass ich irgendwann tot bin, dann mache ich jetzt Folgendes, dann stecke ich, was ich an Nährstoffen noch irgendwie auftreiben kann, was ich übrig habe, um mich gerade noch so am Leben zu erhalten, was darüber hinausgeht, benutze ich, um Nachkommen zu produzieren. Also ganz wichtig ist in der Natur immer die Arterhaltung. Also das Individuum ist primär immer erst daran interessiert, seine Art zu erhalten. Es schützt sich selbst, weil sonst kann es die Art logischerweise auch nicht erhalten. Und sobald ein bisschen was, gerade im Pflanzenreich, sobald ein bisschen mehr da ist, als das, was erforderlich ist, um selbst am Leben zu bleiben, wird es benutzt zur Reproduktion. Und diese Buche hat offensichtlich immer noch, für das bisschen, was hier noch an lebendem Material da ist, da ist offensichtlich noch genug Energie dafür da, um dann noch einen Haufen Bucheckern zu produzieren. Wenn es nicht da unten viel zu dunkel wäre am Boden, würde hier ein Haufen kleine Büchelchen hochwachsen und so weiter. Und das ist eben auch genau richtig, weil im Prinzip könnte man ja eben meinen, in einer Situation, in der die Buche umgefallen ist, ist alles andere um sie herum auch umgefallen und es gibt Flecke am Boden, wo wirklich genug Licht da ist, dass da eine kleine Buche hochkommen würde. Und dann ist es natürlich genau das Richtige von der Altbuche, Samen zu produzieren. Die Natur denkt sich dabei schon was. Und auch so ein Baum hat eine gewisse, jetzt kann man nicht sagen Intelligenz, aber er hat Verhaltensweisen. Ein Baum passt sich seiner Umgebung an, der entsprechenden Situation gerade, und weiß auch, was mit ihm passiert. In irgendeiner Form. Natürlich kann man nicht sagen, dass eine Pflanze ein Bewusstsein hat. Manche sagen es schon. Vielleicht ist es ja sogar so, aber dann können wir es wissenschaftlich jedenfalls nicht nachweisen. Diese Buche, was ganz Faszinierendes. Morgen. Wo? Oh. Nichtsdestotrotz kann man hier hoffentlich einigermaßen sehen, das hier ist jetzt ein Kampf ums Überleben. Sieht jetzt nicht besonders spektakulär aus. Aber da herrscht gerade so richtig krass Krieg, weil wir haben da einmal diese Fichte. Diese Fichte versucht gerade über diese Buche, deren Stämmchen da oben abgebrochen ist, drüber hinaus zu wachsen. Wenn das dieser Fichte gelingt, hat diese Buche, die versucht sich in die Breite auszubreiten, wie man hier schön sehen kann, um den Fichten, die hier unten überall sind, das Licht wegzunehmen. Wenn sie nämlich Blätter hat, kriegen die hier weniger Licht. Wachsen langsamer und dann hat die Buche vielleicht noch eine Chance, so lange denen das Licht wegzunehmen, bis die einfach verrecken, weil sie kein Licht mehr kriegen und diese Buche hier noch eine Weile überlebt. Weil höher wachsen kann sie nicht, ohne ihren Primärstamm kann sie bloß noch versuchen, mit den Ästen noch ein bisschen höher zu kommen. Aber da ist dann relativ bald irgendwann mal Schluss, weil noch dünner als ganz, ganz dünn können die Äste nicht werden und dann ist Ende. Und die Buche hat es halt eben nicht geschafft, aus ihrem letzten bisschen Stamm, was sie hier oben noch hat, nochmal neu auszutreiben und einen neuen Stamm in dem Sinne zu bilden.
Was sie jetzt, wenn sie lange Zeit hat, versuchen wird, ist irgendeinen Ast so dick zu machen, dass der quasi als Ersatzstamm dient und der fast senkrecht nach oben wächst. Das wird sie auf jeden Fall versuchen. Aber da diese Fichte hier das Rennen wahrscheinlich gewinnen wird, weil sie schon über der Buche ist und sich immer weiter ausbreitet und dann irgendwann so hoch ist, dass sie diese Buche hier dann doch mal irgendwann ein bisschen beschattet und die Fichten hier drunter vielleicht auch irgendwann über die Buche wachsen, weil sie es nicht schafft, sich ausreichend auszubreiten, um die Fichten hier unten auf Dauer zurückzuhalten, gehe ich davon aus, dass die Buche das Rennen wohl verlieren wird. Das erkläre ich euch jetzt alles nur deshalb, damit ihr mal versteht, was für ein Krieg hier eigentlich in dieser grünen Harmonie so herrscht. Also da geht es wirklich ums Überleben. Diese Buche tut echt alles, um das da unten zurückzuhalten. Gegen die Fichte kann sie halt schon eben nichts mehr tun. Die hat das Rennen schon gewonnen, aber die Buche wird auch garantiert versucht haben, diese Fichte zurückzuhalten, was ich auch weiß, weil ich eben diese Bäume schon seit Jahren beobachte und das früher ganz interessant aussah. Da hat die Fichte hier sogar noch eine Kurve gewachsen, um den Ästen der Buche noch ein bisschen auszuweichen. Die Kurve sieht man jetzt nicht mehr, weil sie sich mittlerweile rausgewachsen hat, aber man konnte wirklich so eine richtig kleine Kurve erkennen, mit der die Fichte eben versucht hat, an der Buche vorbeizuschießen und über die Buche zu kommen. Und da oben, da stört sie die Buche nämlich nicht mehr. Klar, da unten schon noch alles ein bisschen und so weiter. Aber auf Dauer könnte ich mir schon vorstellen, wenn nicht irgendwas mit dieser Fichte passiert, wird die das Rennen gegen diese Buche machen. Es herrscht also Krieg in der Natur. Der blöde Kamerawinkel tut mir übrigens leid, ich kann es wieder nicht besser aufstellen. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den man beachten muss, wenn man jetzt dieses Ding hier als Urwald bezeichnen möchte, ist, dass die Baumartenzusammensetzung halt einfach nicht stimmt. Man könnte jetzt natürlich einfach sagen, okay, die natürliche Baumartenzusammensetzung ist, ich habe es irgendwann schon mal erwähnt, ein Tannenbuchenwald. Weil alles einfach wegschmeißt und die Natur umschmeißt und die Natur machen lässt, sollte sich wieder ein Tannenbuchenwald entwickeln. Das ist natürlich auch richtig, das sollte auch. Aber da dieser Wald hier vorher ein mehr oder weniger reiner Fichtenwald war mit so einem ganz, ganz kleinen Tannenanteil, wo sollen denn da die ganzen Buchen bitte herkommen? Der Buchenanteil hat seit dem Sturm jetzt hier wirklich zugenommen und es gibt jetzt ein paar jungen Buchen, die eben genau 15 Jahre alt sind, die es geschafft haben, sich jetzt hier langsam durchzusetzen. Wahrscheinlich, wenn sie es dann schaffen, den Fichten dann doch so weit davon zu wachsen, dass sie eben das Rennen gegen die Fichte gewinnen, wie ich es eben gezeigt habe, wo es halt nicht funktioniert. Es gibt auch Stellen, da wird das vielleicht klappen. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Buche hier, weil sich an Stellen, wo die Fichte tatsächlich so großflächig umgefallen ist und zufällig eine kleine Buche drunter war, die Buche dann halt eben durchsetzt. Aber das wird noch dauern. Das gleiche gilt für die Tanne. Die Tanne wächst im Vergleich zur Fichte, zumindest in der Jugend, etwas langsamer. Und wenn du Fichte und Tanne direkt nebeneinander stellst, gewinnt in der Regel auch die Fichte bei dem Rennen. Die Tanne kann zwar viel länger und mit weniger Licht im Unterstand überleben, als das eine Fichte kann, aber irgendwann ist es halt bei der Tanne dann auch vorbei, beziehungsweise die Tanne würde warten, bis die Fichte oben drüber dann vielleicht mal umfällt und dann das Rennen machen. Also so quasi in Lauerstellung, auf Licht wartend, das gibt es auch ganz viel in den Tropen, da ist das so der übliche Vorgang, dass die Bäume im Unterstand lange, teilweise sogar Jahrhunderte ausharren, bis dann da oben endlich mal der Baumriese umfällt und dann loslegen. Das gibt es eben auch bei uns im deutschen Wald, wenn er dann sehr naturnah ist, mit der Tanne. Die Tanne ist auch so ein, ich warte drauf, dass da oben was umfällt, werde hier als ganz kleines Bäumchen 400 Jahre alt, wenn es dumm läuft, und dann lege ich los. Ganz faszinierende Sache, was da die Tanne in dieser Hinsicht kann, aber das erzähle ich euch irgendwann mal in meinem Tannenvideo, das ich irgendwann mal machen werde. Ja, also ihr seht, größtenteils immer noch fichtendominierte Fläche, was einfach daran liegt, dass hier früher immer Fichte stand. Und welche Samen landen denn dann nun mal logischerweise am Boden, wenn hier vorher alles mit Fichte voll war? Fichte. Entsprechend haben wir hier einfach viel Fichtenverjüngung jetzt, ohne dass der Förster noch irgendwas dazu tun musste, um hier Fichte zu pflanzen oder sonst wie. Aber so in 300-400 Jahren, wenn diese paar einzelnen Buchen, die jetzt hier mittlerweile dazwischen stehen, dann auch nochmal Nachwuchs produzieren und um sich rum, beziehungsweise direkt unten drunter, so viel Schatten werfen, dass die Fichte nicht mehr hochkommt, sondern wieder nur noch eine Tanne, die ja auch unter der Buche im Schatten ohne weiteres abwarten kann, oder eine andere Buche, die auch im Schatten der Buche wachsen kann, was sinnvoll ist, weil sonst würde sich die Buche ja quasi selber zum Aussterben bringen, wenn ihr eigener Nachwuchs unter ihr nicht hochwachsen könnte, wäre ein bisschen doof, oder? Jo, so viel dazu.